Liebe Teilnehmer, herzlich willkommen zu diesem Lernvideo. Ich möchte euch heute das Tool XamTime vorstellen. XamTime ist ein Dienst, mit dem ihr kinderleicht Mindmaps erstellen könnt und diese auch mit anderen kollaborativ erarbeiten, teilen und zur Verfügung stellen könnt. Dies ist die Startseite von XamTime. Sie ist ganz einfach aufgebaut. Oben könnt ihr euch anmelden und registrieren. Und wenn ihr weiter herunter geht, seht ihr schon die ersten Lernressourcen, die andere Leute erstellt haben. Wenn ihr jetzt hier eine Lernressource anklickt, zum Beispiel hier Grundlagen des Eventmanagement, was eine Mindmap ist, werdet ihr direkt auf die Mindmap, die dort erstellt wurde, weitergeleitet. Wie ihr seht, ist die Mindmap relativ groß und die verschiedenen Bereiche sind mit verschiedenen Farben hervorgehoben. Ein interessanter Punkt von XamTime ist, dass ihr die Mindmaps auch als eine Art Video abspielen könnt. Dafür wird einfach die Erstellung der Mindmap nachverfolgt und euch aufgezeigt. Hier seht ihr dann, welche Begriffe nach und nach eingetippt wurden und wie die Mindmap strukturiert ist. Und dass es auch immer weitere Unterkategorien gibt. Ihr habt hier verschiedene Regler, indem ihr die Präsentation beschleunigen könnt oder verlangsamen könnt. Ihr könnt hinauszoomen oder hineinzoomen. Das ist alles möglich. Ihr könnt auch die Präsentation währenddessen abbrechen oder auch in den Vollbildmodus wechseln, sodass ihr die Mindmap-Präsentation dort nachvollziehen könnt. Weitere Möglichkeiten, wie ihr XamTime nutzen könnt, ist, indem ihr zum Beispiel Karteikarten erstellen könnt, Notizen oder ein Quiz, um euch selbst oder eure Kommilitonen abzufragen. Wir beschäftigen uns hauptsächlich mit dem Punkt der Erstellung einer Mindmap. Hiermit logge ich mich bei XamTime ein. Die Arbeitsfläche von XamTime ist einfach aufgehoben. Ihr habt zwei Bereiche, könnte man so sehen. Im oberen Bereich sind die Einstellungsmöglichkeiten. Ihr könnt halt direkt etwas Neues erstellen, wie zum Beispiel eine Mindmap, Quiz, Karteikarten, Notizen und könnt diese sogar in bestimmten Fächern ablegen oder Freunde dort hinzufügen. Ihr könnt auch nach bestimmten Themengebieten suchen. Wenn ihr zum Beispiel jetzt nach Pflanzen sucht, werden euch verschiedene Suchergebnisse zu Pflanzen angezeigt. Ihr könnt diese Suchbegriffe auch filtern, indem ihr zum Beispiel nur nach Mindmaps zum Thema Pflanzen sucht oder nur Karteikarten danach sucht. Dann könnt ihr sehen, was andere Leute schon hineingestellt haben und wenn sie dies halt mit einem Tag versehen haben, werdet ihr dies kinderleicht finden. Dann habt ihr noch weitere Optionen, zum einen Fachgebiete, wo ihr eure eigenen Karteikartensysteme, Mindmaps oder so einsortieren könnt. Ihr könnt einen Lernplan erstellen, um euer Zeitmanagement besser in den Griff zu bekommen und jederzeit eure Fachgebiete dort eintragen. Ihr könnt mit Freunden arbeiten, indem ihr diese einladet zu XamTime und ihr gemeinsam dann zum Beispiel an einer Mindmap arbeitet. Dort könnt ihr dann auch Gruppen bilden oder ihr könnt auch bestehenden XamTime-Gruppen beitreten. Da gibt es ein Nachrichtensystem. Ihr könnt gucken, wo ihr in letzter Zeit mal drin wart und was ihr euch angeguckt habt und ob ihr Benachrichtigungen habt, sowie ihr habt ein Menü, wo ihr euer Profil verwaltet. Kommen wir nochmal zurück zu der Startseite, nachdem ihr euch bei XamTime eingeloggt habt. Der zweite Bereich gibt wieder, welche Lernressourcen ihr kürzlich angesehen habt und was es denn noch so für beliebte Lernressourcen gibt. Oder Beispiel Mindmaps, Beispiel Karteikarten. Auf jeden Fall findet ihr hier jede Menge Beispiele und Inhalte von anderen Menschen. Wir beschäftigen uns primär in diesem Video einmal mit dem Erstellen einer Mindmap. Dafür klickt ihr hier oben auf den Button Erstellen und geht auf Mindmap.
Es öffnet sich ein Schirm. Oben könnt ihr einen Titel zum Beispiel für die Mindmap eingeben. Wir geben jetzt hier einfach mal einen Frühblüher. Und ihr könnt hierzu auch Schlagwörter wie zum Beispiel Frühling, Pflanzen, Krokus eingeben. Eine Beschreibung ist, diese Mindmap zeigt auf, welche Frühblüher es gibt. Dann könnt ihr halt festlegen, ob eure Mindmap öffentlich ist. Das heißt, dass auch andere Menschen, also andere XAMPP-Time-Nutzer diese sehen können oder ob die privat ist. Und ob, wenn da jemand einen Kommentar zu schreibt, ob ihr eine Benachrichtigung erhalten möchtet. Dann klickt ihr auf Speichern und ihr seht schon, die haben den Titel in die Mitte der Mindmap hineingenommen. Beschäftigen wir uns jetzt erst einmal mit dem Sheet, wo die Mindmap drauf ist. XAMPP-Time ist sehr intuitiv angelegt, es wird alles angezeigt, wie es funktioniert. Ihr könnt halt hier doppelklicken in diesen Knoten, um dann zum Beispiel den Text zu editieren in diesem Feld. Ebenfalls steht hier, wenn man halt auf das Plus drückt, dass man eine neue Verknüpfung anlegen kann. Und hier kann wieder neuer Text angelegt werden. Wenn ihr dann halt eine weitere Verlinkung anlegen wollt, wieder einfach auf das Plus gehen und sie dorthin ziehen. Naja. Ihr könnt dann immer weitere Abzweigungen hinzufügen und XAMPP-Time generiert automatisch neue Felder. Wollt ihr dann auch verschiedene Farben haben, drückt ihr einfach hier unten auf diesen Punkt und ihr könnt die ganzen Sachen kolorieren. Falls ihr das dann mit einer Abzweigung hier macht, dann seht ihr auch die Unterpunkte bekommen eine neue Farbe, ebenso auch die neu erstellten. Genau. Wenn ihr jetzt eine Untergruppierung wieder eine Farbe ändern wollt, ist das auch kein Problem. Kann man jederzeit machen. Weitere Optionen sind zum einen, dass ihr den Text fett gedruckt machen könnt oder kursiv. Ihr könnt auch die Schriftgröße ändern oder halt die Farbe der Schrift in verschiedenen Kontrasten. Wenn ihr etwas löschen wollt, dann drückt ihr einfach auf das X, dann wird nochmal nachgefragt, da ja auch alle Unterzweigpunkte gelöscht werden. Das heißt, wenn ich hier diesen lösche, wird auch der da unten gelöscht. Ihr könnt hier etwas anpinnen. Ihr könnt zum Beispiel ein Karteikartenset anhängen oder so, welches ihr erstellt habt. Oder eine Notiz anhängen, damit ihr halt genauere Informationen zu diesem Unterpunkt zum Beispiel immer zur Verfügung habt. Ihr habt dann halt hier die Möglichkeit, auch das Feld größer oder kleiner zu gestalten, indem ihr diese Pfeile hier bedient. Und wenn ihr hier auf diese Datei auf der rechten Seite drückt, könnt ihr auch direkt Notizen eingeben. Und dann ändert sich auch dieses Zeichen, dann ist das nämlich eine beschriebene Notiz. Hier nochmal der Vergleich. Und die verschwindet auch nicht, wenn ihr dann von dem Cheat runtergeht. Also eigentlich sehr, sehr leicht, so eine Mindmap einzustellen. Ihr könnt hier unten auch ein Bild einfügen, indem ihr das einfach vom Computer hochladet. Kommen wir zu der von vorhin ausgelassenen Werkzeugleiste. Ihr könnt, wenn ihr die Mindmap fertig habt, diese als Bilddatei herunterladen. Dafür drückt ihr einfach hier oben auf PNG herunterladen. Könnt diese Datei dann auf dem Computer speichern. Und wenn wird dann geöffnet, dann habt ihr die Mindmap direkt als Bilddatei zur Verfügung. Eine andere Möglichkeit ist halt, dass man die Mindmap verschieben kann, zum Beispiel in ein Fachgebiet. Zum Beispiel könnt ihr hierfür ein neues Fachgebiet anlegen, wie zum Beispiel Pflanzen,
könnt dem ein bestimmtes Symbol auch zuordnen und eine Farbe. Die speichert ihr ab und die Mindmap ist ein Fachgebiet. Die Fachgebiete sind halt, dass ihr halt auch eine bessere Sortierung in Unterordnern für die ganzen Mindmaps und Quizze und Karteikarten anlegen könnt. Ihr könnt die Mindmap hier löschen, ihr könnt sie kopieren oder Notizen generieren, dann könnt ihr die alle hinzufügen. Ihr könnt auch die Mindmap einfach ausdrucken. Da kann man halt sagen, dass man nur einen bestimmten Bereich drucken möchte oder die komplette Seite. Der kollaborative Aspekt wird auch nicht vernachlässigt. Ihr könnt die Mindmap auch mit Freunden teilen, mit Gruppen teilen oder irgendwo einbinden, zum Beispiel auf eurem Blog. Könnt diese privatisieren, das heißt, dass nur ihr die seht oder veröffentlichen. Ebenfalls könnt ihr hier auch noch Infos zu der Mindmap erhalten, wann sie erstellt wurde, in welchem Fachgebiet sie ist und so weiter. Hier könnt ihr auch auf Ansicht gehen, das ist dieser Videomodus. Dann könnt ihr nochmal sehen, wie eure Mindmap angelegt wurde. Wenn wir jetzt hier auf Abspielen gehen, sieht man die einzelnen Punkte, die ich erstellt habe, eben in der Reihenfolge auch. Genau. Und als letzten Punkt gibt es halt noch den Nachverfolgungsmodus. Somit habe ich euch jetzt ganz kurz gezeigt, was die Kernkomponente von XM-Time ist, also das Erstellen von Mindmaps. Ihr könnt auch noch Karteikartensysteme anlegen, Notizen oder Quiz. Dies würde aber den Rahmen des Videos sprengen und dementsprechend probiert einfach selbst ein wenig heraus, probiert ein wenig selbst aus. Ich zeige euch noch ein Beispiel von mir, welches ich auch schon einmal für einen Vortrag genutzt habe. Hier habe ich zum Thema User-Centered Design eine Mindmap erstellt und konnte so halt verschiedene Gebiete vernünftig darstellen. Hier seht ihr jetzt die Mindmap, die ich damals angelegt habe. Ich habe halt die verschiedenen Bereiche auch mit verschiedenen Farben angelegt, zum Beispiel einmal Planung und Analyse, Konzeption und Design, Umsetzung und Qualitätssicherung, Betrieb und Weiterentwicklung und generell erstmal in Grün. Was ist das überhaupt? Und diese ganzen Bereiche haben auch Unterpunkte noch angelegt. Man sieht, umso weiter man in eine untere Ebene geht, werden die Unterpunkte auch immer heller angezeigt. Probiert es einfach mal selbst aus und erstellt euch eure erste Mindmap mit XM-Time. Viel Spaß dabei!